Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Duane und pünktlich zu meinem 20. Börsenjubiläum auf dem Frankfurter Börsenparkett erscheint im Juni mein Buch Geld kann jeder und du jetzt auch. Besonders in Krisenzeiten, denke ich, ist es wichtig zu wissen, wie man seine Ersparnisse schützt, Geld richtig anlegt und auch im allgemeinen Umgang mit Geld Lösungen und gute Antworten auf finanzielle Alltagsfragen parat hat. Antworten darauf, warum immer noch mehr als die Hälfte der Menschen hierzulande zur Miete wohnen, obwohl die Preise vor allen Dingen in Ballungszentren nur eine Richtung kennen, und zwar nach oben. Warum legen wir Deutsche unser Geld immer noch so gerne auf das gute alte Sparbuch, obwohl seit Jahren die Niedrigzinsen und dort keine Erträge mehr ermöglichen? Wie geht Sparen eigentlich richtig? Wie schaffen wir es, dass die 20er Jahre trotz großer Herausforderungen für uns alle das Jahrzehnt unseres finanziellen Erfolgs werden? Die Antworten sind gar nicht so schwer, wie du vielleicht denkst. Mein Buch Geld kann jeder und du jetzt auch vermittelt Finanzbildung, Tipps und Tricks ganz leicht verständlich in meiner direkten und ganz persönlichen Art und Weise. Und deswegen einfach kaufen, lesen, verstehen, ja, und dann noch anwenden. Denn Geld kann jeder und du jetzt auch. Versprochen. Um in Krisensituationen sein erspartes Geld zu sichern, kann man einige Vorkehrungen tatsächlich treffen. Eine Möglichkeit, das Depot vor massiven Verlusten zu schützen, ist die Anlage in unterschiedliche Anlageformen und Finanzinstrumente. Das nennt man Asset Allocation. Konkret bedeutet das, dass man in ruhigeren Zeiten sein Geld in Aktien, Immobilien, Staatsanleihen, Gold oder andere Rohstoffe investiert und einen gewissen Teil auch als Bargeld zurückbehält. Denn in der Regel verlieren nicht alle Anlageklassen im selben Verhältnis. Manche steigen sogar, wie beispielsweise jetzt in der jüngsten Krise US-Staatsanleihen, Gold oder Weizen. Um ein schwerpunktmäßig in Aktien angelegtes Portfolio zu schützen, kann man als zweite Sicherungsstrategie Put-Optionen erwerben. Also entweder auf Einzelaktien oder ganze Indizes. In meinem Buch erläutere ich die Protective Put-Strategie noch ein bisschen genauer. Grundsätzlich funktioniert sie aber wie eine Versicherung, für die man eine Gebühr bezahlt, um sich gegen die Verluste im Depot abzusichern. Als dritte Schutzmaßnahme hat man auch die Möglichkeit, mit sogenannten Stop-Loss-Limits seine Aktien zu verkaufen. Und nicht erst, wenn das Kind abstürzender Kurse an den Börsen in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist. Frühzeitig. Frühzeitig verkaufen, das bedeutet hier, dass man einen Kursrückgang von 10% oder 15% maximal erleidet, dann automatisiert verkauft und nicht erst wie beim DAX oder beim Dow mit 35% oder 40% Verlust und dann dazu gucken muss. Wenn man ETF oder Fondssparer ist, rate ich grundlegend unbedingt dazu, am Sparen festzuhalten. Denn genau in diesen Krisenzeiten liegt die Chance des Wohlstands von morgen. Mit deinen 25, 50 oder 100 Euro im Monat bekommt man nämlich bei sinkenden Kursen mehr für sein Geld. Also unbedingt dranbleiben. Das ist eine sehr schwierige Frage, denn tatsächlich ist es aktuell so, dass es in den USA und Europa an den Aktienmärkten so aussieht, dass die Märkte seit Mitte März circa einen Boden ausbilden. Wenn das so sein sollte, kann man tatsächlich wieder beginnen, einen Teil seines Geldes zu reinvestieren. Allerdings kommt es in so Krisen, und wir haben das 2008, 2009 bei der Lehman-Krise auch gesehen, nicht selten zu einer zweiten Verkaufswelle, und die ist dann noch tiefer als die Tiefs zuvor. Entscheidende Frage ist jetzt, ob die Krisentiefs, die wir am 16. März im DAX gesehen haben bei 8,256 und beim Dow Jones am 24. März mit 18.215 Zählern, ob das schon die Tiefstände gewesen sind. Wenn die Aktienmärkte nochmal darunter gehen, gibt es durchaus weiteres Abwärtspotenzial an den Börsen, da bin ich ganz sicher. In die aktuelle Erholung, die wir aktuell sehen, kommen zudem schlechte Nachrichten. Steigende Arbeitslosenzahlen in den USA, aber auch in Österreich, wer weiß, was in Deutschland noch gemeldet wird. Und die Unternehmensgewinne im zweiten Quartal brechen massiv ein. Die Frage ist, ist das schon alles in den Kursen enthalten? Deswegen ist es als Strategie wichtig, dass man einen Teil, wenn man den jetzt investiert, sich unbedingt einen Teil trocken hält des Geldes und erst dann investiert, wenn klar ist, was die Gewinneinbrüche der Unternehmen in Aktienkursen bedeuten und wie diese dann interpretiert werden. Ich glaube, die Bundesregierung hat schnell und umsichtig reagiert. Ich meine, sie kämpft ja im Grunde an zwei Fronten, für die Gesundheit aller Bürger auf der einen Seite und gegen eine weitreichende Wirtschaftskrise auf der anderen Seite. Klar, das ist ein bisschen selbstverschuldet durch die massiven Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung.
Gleichzeitig wird mir allerdings aus meinem Netzwerk von vor allen Dingen Solo-Selbstständigen immer wieder zurückgemeldet, dass die Unterstützung des Staates manchmal am Ziel vorbeigeht. Ich meine, was nutzen einem einen Kredit in der aktuellen Situation, wenn der Staat nur 90% absichert und die Banken dann trotzdem das Risiko scheuen, Kredite zu gewähren? Zumal Kredite auch gar nicht das Mittel der Zeit aktuell sind. Es wäre viel wichtiger, eine Liquiditätsunterstützung zu haben, die unbürokratisch Dinge regelt und zwar nicht nur die Einbrüche, die man mit seiner Firma erleidet, sondern tatsächlich auch einfach die Lebenskosten ein bisschen versucht zu kompensieren. Gerade Schauspieler und Gastronomen haben nicht nur wirtschaftliche Ausfälle, sondern auch ja, Lebenskosten auf der Uhr und das müssen sie ja auch bestreiten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Insolvenzen oder auch Hartz IV können da nicht die Lösung sein. Meiner Ansicht nach wäre es sinnvoll, dass man Liquiditätsspritzen seitens des Staates zur Verfügung stellt, die man sich dann, beziehungsweise der Staat sich dann später über die Einkommensteuer wieder zurückholt. So könnte man gleichzeitig dann auch das nötige Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurückgewinnen. Wichtig ist auch, dass wir nicht in die Massenarbeitslosigkeit geraten. Ich glaube aber, dass Kurzarbeit da ein geeignetes Mittel ist. Am Ende geht es meiner Ansicht nach um den gesellschaftlichen Frieden. Und wichtig dabei ist auch, dass Unternehmen, die schon vor Corona schlecht gewirtschaftet haben, dass die nicht künstlich am Leben gehalten werden. Oder dass auch DAX-Unternehmen beispielsweise, die eben noch Milliardengewinne vermeldet haben, sich dann günstig Kredite über die KfW besorgen können. Das sollen sie doch lieber am Kapitalmarkt tun, indem sie Anleihen platzieren, oder? Naja. Grundlegend ist es, und darum geht es ja vor allen Dingen in meinem Buch, darum, dass man herausfinden muss, wie viel Geld man mittel- bis langfristig übrig hat. Das heißt, wie viel man jeden Monat problemlos investieren und sparen kann. Als nächstes Ziel ist es dann ratsam, ein Sparziel zu haben. Also will man klassische Altersvorsorge betreiben, spart man Eigenkapital für einen Immobilienkauf oder geht es um einen Autokauf, je nachdem. Dann sollte man herausfinden, wie risikofreudig man ist. Das heißt, welche Kursrückschläge man bei Aktienfonds oder Anleihen zwischenzeitlich aushält und verkraften kann. Wenn das dann individuell geklärt ist, dann geht es darum, die ausgewählten Finanzprodukte in ihrer Funktion und ihrer Wirkung auch wirklich zu verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, unbedingt die Finger davon lassen und erstmal warten, bis man entweder mit Hilfe meines Buches oder anderer Literatur oder Webinare das nötige Grundlagenwissen hat. Und dann, ja, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Am Anfang empfehle ich eine Checkliste. Genaue Anleitungen und Hilfen dazu gebe ich im Buch. Zu Beginn ist das schon ein bisschen Arbeit, aber wer Kompetenz erwirbt durch die Investition von Zeit mit einem gesunden Maß an Fehlertoleranz und einem guten und offenen Netzwerk, der wird es am Ende, glaube ich, nicht bereuen, sondern mit einem breiten Lächeln auf den Lippen ja, sehr zuversichtlich in den Markt investieren. Immer mehr Menschen entwickeln ein Umweltbewusstsein, wollen ethisch und moralisch handeln, das Klima retten oder sich für höhere Umwelt- und Arbeitnehmerstandards einsetzen. Und das gilt natürlich auch bei der Geldanlage. Dementsprechend möchten sie ihr Geld dann in Unternehmen oder Fonds investieren, die versprechen, sich ausschließlich in ökologischen und nachhaltigen Werten zu engagieren. Als Orientierungshilfe an dieser Stelle dienen die ESG-Kriterien. ESG steht für Environment Social Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Seit dem Pariser Abkommen, Klimaabkommen von 2015, sind diese Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO daran angelehnt. Es gibt alternativ auch Themenfonds, solche nachhaltigen Investments tätigen. Und man sieht ein stetiges Steigen des Volumens. Und dieser Trend wird sich auch in den kommenden Jahren weiter fortsetzen. Ich finde das einen durchaus populären Investmentansatz. Allerdings muss man auch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, weil manchmal gibt es auch solche Themen wie erneuerbare Energieprojekte oder Waldprojekte. Und die sind tatsächlich auch mit dem Risiko behaftet, dass man unter Umständen einen Totalverlust erleidet. Deswegen auch bei nachhaltiger Investition gilt mein Credo, Kapitalerhalt durch breite Streuung, dann ist man auf der sicheren Seite. Schulfach, das ist ein guter Punkt. 92% nämlich der 16- bis 25-Jährigen wünschen sich ein solches Schulfach und fast 50% sogar als Pflichtfach. Erstaunlich, ne? Es klingt so, als gäbe es ein gewisses Potenzial für eine Bewegung, die man Finance for Future nennen könnte. Ich bin mal gespannt, wer dafür dann am Ende des Tages auf die Straße geht. Denn wer sich es nicht leisten kann, Bioprodukte zu kaufen, weil er keine Ahnung von Geld hat, dem nützt sein moralischer Anspruch am Ende wenig und der ist tatsächlich dann auf Convenience angewiesen. Naja,
letzten Endes glaube ich, dass es insgesamt dazu dient, vor allen Dingen auch in so Krisenzeiten, wenn wir tatsächlich unseren Schülern, Kindern und jungen Erwachsenen Finanzbildung beibringen. Ich selbst bin mit Sprichwörtern immer etwas zurückhaltend, denn ich glaube nicht, dass Geld grundsätzlich den Charakter verdirbt. Dafür kenne ich zu viele Menschen, die Geld haben und sich trotzdem sozial engagieren, eher bescheiden leben und bei denen Status absolut nicht im Mittelpunkt ihres Handelns und Agierens steht. Wenn man zudem auch in Krisenzeiten gewappnet sein möchte in Sachen Geld und Rücklagen, ist es natürlich sehr wichtig, dass man in Kombination mit der finanziellen Unterstützung des Staates ein Gefühl von Solidarität und Gemeinschaftsgefühl bekommt. Ich weiß aus eigener Erfahrung als Kind, wie es ist, von Sozialhilfe zu leben und als Mitte-20-Jähriger ein wirklich überdurchschnittliches Jahreseinkommen zu haben. Die Menge des Geldes aus meiner Sicht am Ende nämlich dann nicht entscheidend dafür, wie der Charakter sich entwickelt. Viel entscheidender ist, welchen Stellenwert Geld für einen selbst hat und mit welchen Glaubenssätzen zum Thema Geld man aufgewachsen ist. Menschen, die zu wenig Geld haben, um über die Runden zu kommen beispielsweise, haben natürlich Probleme, klar. Wer nicht weiß, wie und wovon er seine stets steigende Miete bezahlen soll und der auch seiner Familie unter Umständen nicht wirklich etwas bieten kann, der fühlt sich schnell minderwertig ausgegrenzt und der spürt jeden Tag Mangel. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass man glücklicher ist, wenn man mit seinem Geld gut umgehen kann und es auf dem Konto ein Polster gibt. Auch für das eigene Selbstbewusstsein und eine gesunde Entwicklung in der zweiten Lebensphase ist es wichtig, dass man finanziell handlungsfähig ist und über gewisse Spielräume verfügt.